Hi und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von, jetzt wollte ich sagen Guild Wars 2, weil ich gerade einen Kommentar mit Guild Wars geschrieben habe, aber nein, es ist Animal Crossing New Horizon Happy Home Paradise. Oh Mann, ich bin lost. Okay, ich möchte wieder arbeiten, also lass mich bitte meine Uniform anziehen, Dankeschön. Und danke, werde ich haben. Gut, dann gehen wir mal die nächsten Häuser machen. Wir müssten jetzt bei 16 sein. Und das müsste jetzt unser 18. sein. Oder 18. Oh, Verzeihung, ich war in Gedanken. Du arbeitest im Immobiliensektor, nicht wahr? Weißt du, ich interessiere mich für ein Ferienhaus auf einer der Inseln. Hier kannst du mir helfen. Reden wir darüber. Toll, vielen Dank. Dann lass uns gleich beginnen. Ursprünglich war sie geplant auf meine Insel, aber dann habe ich gesehen, dass es Mitsuzuki oder wie sie heißt gibt. Und dann ist Mona leider rausgeflogen. Das Problem ist, dass man ja leider nur 10 Bewohner haben kann. Ja, und ich jetzt ja auch wieder welche kicken muss. Das ist ein bisschen schwierig. Wo möchte ich sie denn hinhaben? Ein bäriger Bungalow, guck mal. Ein bäriger Bungalow, dann machen wir es doch hier hin. Was für ein schönes Plätzchen. Ich kann es kaum erwarten, mir das selbst anzusehen. Alter, meine Stimme komplett am Abspannen. Katsching! Okay, dann sind wir jetzt bei deinem Bungalow wirklich angekommen. Hier ist also mein zukünftiges Ferienhaus traumhaft. Ich kann es kaum erwarten, bis es fertig ist. So, dann lasse ich dich mal in Ruhe arbeiten. Ich weiß deine Mühen wirklich zu schätzen. Und wir sehen uns gleich, wenn ich fertig mit dem Außendesign bin. Und damit ist jetzt der Außenbereich auch fertig. Einmal runter. Ich habe hier so eine kleine Bienenfarm gemacht. Eine Honigfarm, meine ich, Entschuldigung. Dann hier drüben so ein kleines Zeltchen, wo sie vielleicht mal drin schlafen kann. Dann hier oben so ein Camping-Lagerfeuer-Dings, da wohnt es da. Und dann gehen wir mal in ihr Haus und machen das Haus noch von innen. So, in den Geschenken ist drinnen Teddy, Teddy und Schrank. Okay, und wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Nein, das war falsche Taste. Und so sieht das Ganze von innen jetzt aus. Das hier ist der Gang und gleichzeitig der, wie heißt's, der Living Room, der, wie heißt's, Wohnzimmer, genau, und Küche in einem. Dann haben wir hier rechts eine kleine Kammer, in der die Essensvorräte gelagert sind. Das soll ein Honigtopf sein und das da oben auch. Dann quetschen wir uns kurz nochmal hier durch. Dann gehen wir kurz ins Schlafzimmer. Da sind hier die Teddybären drin und halt ihr Bett. Und da hat sie noch einen süßen Regenschirm auf dem X gelagert. Mir gefällt's, wir sind fertig, meine liebe Dame. Wie sieht's denn mit dem Fortschritt bei meinem Ferienhaus aus? Es ist fertig! Wunderschön, ich danke dir von Herzen. Ich bin dir so dankbar für all die Zeit und Mühe, die du hier investiert hast. Du hast mich so glücklich gemacht, Darling. Hey. Mona, bäriger Bungalow. Okay, die Perspektive ist interessant. Ich meine, ich finde, das ist so ein Tiny House ziemlich ähnlich. Weil da alles auf ziemlich engem Raum ist, ne? Aber es sieht nicht schlecht aus, finde ich. Jetzt kommt meine Katze wieder. Hallo. Ja, vielen Dank, danke. So toll hätte ich es niemals selbst hinbekommen. Falls du magst, kannst du noch ein bisschen bleiben. Nee, ich muss leider.
Ich muss leider in Ordnung. Gib auf dich acht. Ah, Taui, willkommen zurück. Hier sind deine 12 Pokis für den letzten Auftrag. Gerade eben hat Sigma dich für deine harte Arbeit gelobt. Ich habe ihn niemals so wortreich erlebt. Stimmt doch, oder Sigma? Eben war er noch hier. Okay. Er bewegt sich immer so schnell. Er muss hinausgegangen sein, um aufs Meer zu sehen. So verbringt er seine Pausen immer. Weißt du was? Wir sollten auch eine Pause einlegen, zumindest bis er zurückkommt. Ich kann einen entspannten Spaziergang einmal um die Insel empfehlen. Okay, dann gehen wir mal zu Sigmar. Zu Siggi. Ich nenne ihn jetzt Siggi. So, ich weiß natürlich schon, wo er sitzt. Hier ist ein Platz frei, nur für dich. Hör genau hin. Hörst du die Geräusche der Welt, die Wellen brechen, während der Wind sie vor sich hertreibt? Vogelgesang kann dich mit der Natur verbinden, nur durch bloßes Zuhören. Wenn du dich mit den Geräuschen der Natur umgibst, dann können Frieden und Entspannung dein sein. Ich denke, ich gehe jetzt zurück. Werden wir uns wieder hier treffen? Nichts ist schöner als die Geräuschkulisse der Natur. Diese Klänge wären toll in ein Haus. Im Einrichtungsmodus müsste ich einfach nur links wählen. Okay. Jetzt haben wir die Geräuschkulisse gelernt. Zumindest die erste Version davon. So wie vom Putzen gibt es da auch noch eine Version. Noch eine zweite. Okay, was isst du da? Ist das ein Eis? I guess. Willkommen zurück, Taui. Fühlst du dich erfrischt? Jetzt da, Sigma und du beide zurück seid, ist meine Pause wohl auch vorbei. Lass es mich wissen, wenn ihr wieder an die Arbeit gehen möchtet. Hey, Taui. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe benötigst. Ach, du willst noch länger arbeiten? Ach, kein Problem. Das... Viel Spaß bei der Arbeit. Ich hasse Schluck auf. Alter Schäde. Länge Schluck auf. Okay, dann suchen wir mal unseren nächsten Kandidaten. Unser nächster Kandidat. Wo ist er hin? Da ist er hin. Womit kann ich dir helfen? Oh, du kommst doch von der Ferienhausagentur. Toll. Also weißt du, Ferienhäuser, die finde ich so richtig klasse. Und jetzt will doch Sachen haben, keine Ahnung. Und ja, jeder. Bin ich auch. Toll, du machst das schon. Und mach mir bitte ein richtig gutes Ferienhaus. Eins, was zu mir passt. Also das Ding ist, also ich habe eine Vorstellung, ja. Und ich stelle mir halt so vor, dass ja so ein Kicker, so eine Eismaschine und so ein Zuckerwattenständer. Ah ja, dein Konzept, das gefällt mir gut. In Ordnung. Dann wähle mal kurz den Standort aus, Taui, und dann Okay, wir tun ihn mal hier hin. Oh, fein, das ist ein toller Platz. Kann gar nicht abwarten, endlich dort zu sein. Nun, okay, also Ottokar, Taui bringt dich jetzt zu deiner Insel und dann, ja. Viel Spaß, ne? Tschüss. Wow, das hier sieht ja richtig cool aus.
Fein, fein, dann überlasse ich dich mal deiner Arbeit und mach's gut. Ein Ort zum Feiern und ja, wir sehen uns gleich, wenn wir fertig sind. Okay, ich hab's jetzt so, ich weiß nicht, wie man diese Feste nennt, zu Neujahr, glaube ich, gibt's in Japan ja immer so ein Fest und da sind so Stände und man läuft mit dem Yukata rum und so. Und ich habe versucht, sowas nachzubauen. Und ja, wir gehen jetzt mal rein und gucken, was wir drin so alles noch anstellen können. Wenn's lädt. Betonung auf wenn's lädt. So, was haben wir hier drin? Die Eismaschine und die Zuckermaschine und Pinball. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Und nun sind wir auch mit drinnen fertig. Hier ist ein Stand mit Zuckerwatte. Hier sind so Dings, wo man einfach Geld reinwirft und dann kann man hier spielen. Es soll so eine Straße darstellen. Ich habe leider keine Laternen, deswegen muss die jetzt hinhalten. Dann gibt es hier so einen Popcornstand und hier gibt es ein Eis und ich weiß nicht, wie man diese Eisgetränke, die werden hier aufgekühlt und dann sind es so kristallisierte Trinkgetränke. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Und dann habe ich hier noch so an die Decke so Lampen gehangen. Das soll quasi so aussehen wie das. Es werden ja immer so ins Wasser, glaube ich. Werden immer so Ballons reingedingst. Und ich glaube, es gibt auch sowas für die Luft. Deswegen habe ich das dahin gemacht. Und im Hintergrund ist Feuerwerk. Schön mit einer Geräuschkulisse. Und die, die Helligkeit habe ich auch angepasst, dass es ein bisschen so wirkt, als wäre es Abend. So, wie geht's? Wie steht's? Oh, bist du etwa schon fertig? Ja? Oh, fein, alles fertig. Du bist wirklich die Allerbeste. Warte, ich will noch mal eins machen, wenn die Schrift weg ist. So. Die Musik, also. Okay, wir skippen mal, weil wir ja das gerade alles schon angeguckt haben. Und das war jetzt unser 18. Haus, glaube ich. Ganz lieb. Vielen Dank. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Willst du vielleicht einen Snack oder so? Nee, ich muss los. Oh, na gut, pass auf dich auf. Ja, falls du noch irgendwelche brauchst, ne, melde dich. Ja. Wollte ich eigentlich eher sagen, aber ja. Hello, I'm back. Willkommen zurück. Du siehst zufrieden aus. Ist alles gut gelaufen? Diese 12.000 Pokis hast du dir verdient. Ich habe aufregende Neuigkeiten. Wir können unseren Kunden jetzt zweistöckige Ferienhäuser anbieten. Das eröffnet so viele Möglichkeiten. Sie könnten dort ein Gästezimmer einrichten oder einen Hobbyraum. Und Kunden, die ihr Ferienhaus teilen, wissen den zusätzlichen Platz sicher auch zu schätzen. Wenn du also von nun an mit neuen Kunden sprichst, biete ihnen diese zweistöckigen Ferienhäuser an. Und Bestandskunden erhalten bei Umbauten natürlich auch die Option der Erweiterung. Also keine Zurückhalten, bietet unseren neuen Service so viele Kunden wie möglich an. Yay! Ich kann meinen Kunden jetzt zweistöckige Häuser vorschlagen. Es geht immer weiter aufwärts. Okay. 18. Okay. Ich bin bereit zur Arbeit. Dankeschön, werde ich haben. Ich möchte gucken, dass wir hier ziemlich weit kommen in dem Part. Ich zeige ja immer nur so wenig, aber also ich nehme viel, viel mehr auf, als wie ich zeige, ne? So, englischer Garten. Klingt interessant. Schön, dich kennenzulernen. Also, du entwirfst Ferienhäuser, ja? Ich wollte fragen, ob ich auch eins haben darf. Also, machst du mir eins? Aber gerne. Dann kann's losgehen, ja? Also, ich bin schon gespannt. Fantastisch, und du hast bestimmt alles im Griff, dann brauche ich hier gar nichts zu tun. Aber nur für den Fall, ja. Also, ich habe an was gedacht, ne? Also, an das hier habe ich gedacht, so, ne? Also, ja.
Oh, dein Konzept gefällt mir gut. In Ordnung, nun solltest du noch eine Insel für den Kunden auswählen. Okay, einen englischen Garten, dann würde ich ihn hier neben Leonard packen. Ich glaube, der heißt Leonard. Freut mich, dass du mir so eine exklusive Location anbietest. Das finde ich gut. Möchtest du ein zwei- oder ein einstöckiges Haus haben? Keine Sorge, selbst wenn du heute nur eine Etage willst, kannst du das auch später noch ändern. Ist das so? Bietet ja einen Haufen Optionen. Ich weiß nicht recht, eine Etage klingt nach Kunstatelier, zwei Etagen nach extra Fotostudio. Was fändest du besser? Das Ding ist, ich finde, wir sollten bei einer Etage bleiben. Also wir müssen das nicht machen. Deswegen machen wir trotzdem weiterhin eine Etage. Nun, Berthold, wir haben einen Standort gefunden und dein Haus steht jetzt auch schon. Taui muss es nur noch designen und einrichten. Tschüss. Hier kommt also meine Ferienbude hin. Na geil. Okay, also ich lasse dich da mal an die Arbeit, ne? Typischer englischer Garten. Ich habe keine Ahnung, wie ein englischer Garten aussieht. Aber wir machen es schon. Ne? Bis gleich. Okay, und damit sind wir jetzt auch wieder mal draußen fertig. Ich stell mir sowas zumindest darunter vor, was er haben will. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber wir gehen rein und machen drinnen jetzt auch noch schön. Ja, es ist anstrengend, ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier drin? Ein Teeservice. Okay, was wir damit anstellen, seht ihr auch wieder gleich. Und damit sind wir jetzt auch drinnen fertig. Ich habe hier so einen kleinen Vorgarten gemacht. Dass man hier quasi so eine Art Terrasse hat. Und dann geht es hier so in so ein kleines, ganz kleines Café rein. Und jetzt muss ich mich kurz wieder hier durchzwängen. So, komm bitte durch. Komm durch. Okay. So, dein Häuschen ist fertig. Wie? Sag bloß, du bist schon fertig. Ja. Und rein theoretisch hätte ich das quasi so machen können, dass ich eine zweite Etage mache und in die zweite ein Café mache und unten ist quasi der Vorgarten, aber passt schon so. Ist mir nicht eingefallen. Sehr gut, auf diesen Moment habe ich gewartet. Du magst dir richtig Gedanken über das Projekt nicht, welch ein Glück, dich im Designteam zu haben. Du machst dir richtig Gedanken, also ups. Ups. Typischer englischer Garten. Kabuff. Ich mag die Musik, die ist lustig. Weiter zum zweiten. Nächsten Haus, nicht zum zweiten. Das war's dann wohl. Nochmal Dank. Sag mal, was hast du jetzt noch vor? Ich muss gehen. Tschüss. Tschüssi, tschüssi. Hallo, ich bin wieder da. Vielen Dank, Taui. Du hast so hart gearbeitet. Zeit, dass wir dich wie einen Planerstar behandeln. Wenn man mal überlegt, vor kurzem warst du noch ein Neuling. Doch mittlerweile ist eine erfahrene Designerin aus dir geworden. Stimmt, du bist so zuverlässig und fähig. Ich kann dir Aufträge überlassen, ohne mir Sorgen zu machen. Toll, wie du dich gemacht hast. Und ja, ich muss dabei nicht einmal groß helfen. Du leistest tolle Arbeit. Mir gefällt es sehr, wie du den Herzenswunsch eines Kunden umsetzt. Aber statt den Kunden nur zu geben, was sie wollen, sollten wir uns fragen, was brauchen sie wirklich? Wie wäre es, wenn du dem nächsten Kunden also einfach einmal ein Konzept vorschlägst?
Wenn du Kunden suchst, die daran Interesse haben, könntest du über den Amiibo-Scanner fündig werden. Viele der darüber eingeladenen Kunden wünschen Inspiration von uns. Das ist eine tolle Gelegenheit. Ich sollte nicht zu viel plappern und dich lieber für deine gute Arbeit bezahlen. Hier für dich 15.000 Poki. Prima, ich bin ein Planerstar. Jetzt kann ich große Pläne machen. Oh, da fällt mir ein. Unsere Auswahl an Uniformen wurde erweitert. Also sei ruhig mal im Spind nach. Man fühlt sich gleich beschwingter, wenn man gelegentlich etwas anderes zur Arbeit anzieht. Wähl einfach etwas aus, das zu deiner Stimmung passt. Okay. Ich will weiterarbeiten. Ja, ich will weiterarbeiten. Viel Spaß bei der Arbeit. Dankeschön. Okay, wir sind jetzt mit 19 Häusern dran. Jetzt kommt das 20. Wow. Es fehlen nur noch 10, also, ne? 10 ohne das jetzt. Ich will ein Häuschen, in dem es nach Bäumen riecht. Really? Ich hatte einen Traum. Da habe ich jemanden getroffen, der wie du aussah. Ach, wie schön. Und jetzt ist er wahr geworden. Reden wir darüber? Oh, prima. Fangen wir gleich an. Ja. Okay. Also ich habe da so eine Idee, ne? Also ich möchte gerne... Eine Maus such? Ja, ich hätte das gerne, ja. Also, kannst du das umsetzen? Ja, klar können wir das umsetzen. Geld, Howie? In Ordnung. Suchst du einen Standort aus? Ja, mach ich. Ich moch ja schon. So nach Bäumen soll es riechen. Weißt du was? Wir packen den hier ins Schneegebiet. Ich finde, so ein Wintergebiet riecht sehr schön nach Bäumen. So schön in der Natur. Der Schnee fällt runter. Die Bäume rascheln. Und du spürst den Winter kommen und denkst dir, hu, Weihnachten. Und du denkst nur an einen Tannenbaum und es riecht nach Tannenbaum. Und denkst dir so, geil, Bäume. Okay, genug Scheiße von mir gegeben. Oh Mann. Ich habe genug Scheiße von mir gegeben. Okay. Dann würde ich sagen... Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ich wieder fertig bin mit dem Bauen. Bis gleich. Und damit sind wir mal wieder mit dem Außenbereich fertig. Ich habe das jetzt so ein kleines Winterfeeling gegeben, wo Zapfen und so noch runterfallen und Äpfel wegen... wenn ich an Weihnachten denke, muss ich auch an... Oder an Schnee denke, muss ich irgendwie an Bratäpfel und sowas denken. Und ja, wir gehen mal rein. Es ist Bratäpfel. Ich weiß nicht, ob es Bratäpfel heißt, aber... Ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Innere fertig ist. Und jetzt sind wir auch mit der Inneneinrichtung fertig. Ich habe es klein und schlicht gehalten. Ich denke, das sollte genug nach Baum riechen. So, hallo Typ. Wie geht's? Wie steht's? Oh, das ist Alice da. Okay. Bist du etwa schon fertig? Nee. Klar bin ich fertig. Oh, fein. Alles fertig. Du bist wirklich die allerbeste. Okay, Heim voller Walddüfte. So, sollte reichen. Ein Foto sollte reichen. Und damit haben wir unser 20. Haus fertig designt. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt, was machen wir jetzt? Willst du vielleicht einen Snack oder so? Nein, tschüss.
Geh weiterarbeiten, du juckst mich nicht. Piss dich. Pü. Bin gemein. Mein Mikrofon ist voller Katzenhaare. Ja, okay, aber ja, sicher doch, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind immer für dich da, bis denne. Ahoch! Hallihallöchen, du bist ja wieder da. Beim Anruf gerade ging es natürlich wieder nur um unsere Ferienhäuser. Aber der Anrufer hatte ein Foto von einem Haus gesehen, das du geplant hast und will jetzt auch eins haben. Deine Fotos scheinen wirklich einen guten Eindruck zu hinterlassen. Apropos guter Eindruck, ja. Du erhältst von mir wieder 15.000 Pokis, da du dir mehr als, die hast du dir mehr als redlich verdient. Unglaublich, dass du mit den letzten Poki, die letzten Projekt, die 20 Ferienhausmarke geknackt hast, oder? Toll gemacht, ja. Auch dachten wir, dass dies ein prima Anlass für ein weiteres eine weitere Teamfeier wäre. Also auf zur Party! Wo feiern wir jetzt? Café oder Restaurant? Wahrscheinlich Restaurant. Nee, Kaffee. Da wären wir nun alle hier, da wir nun alle hier sind, herzlichen Glückwunsch zur Planung der 20 Ferienhäuser, Taui. Du hast die 20 Projekte schneller durchgezogen, als ich eine Palme hochklettern. Prima. Arbeit. Einmal mehr. Haben alle ihre Saftgläser? Na dann. Prösterchen. Gluck, gluck. Man sieht das Walross oder was auch immer das für ein Tier sein soll, nicht? Menge hinter der Seite. Das Essen heute geht auf mich. Greif zu, ja, ja. Wird gemacht. Wenn man den Rezensionen glauben darf, ist ja auch alles super lecker. Und wem haben wir die Feierlichkeiten in diesem Lokal zu verdanken? Genau, unserer Taui. Ganz genau, das hast du prima hingekriegt, Taui. Ich kann es noch gar nicht fassen, wie viel wir schon geschafft haben. Wir haben eine Schule eröffnet, der Kundenstamm wächst und somit auch die Zahl der Ferienhäuser. Haha, es läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Oh ja, das kannst du laut sagen, aber achte auch darauf, dich nicht überarbeiten. Okay, Carlotta, gehen dir ruhig mal eine Auszeit und schalt ein bisschen ab. Deine tollen Kollegen haben hier alles im Griff. Vielen Dank für das Angebot, aber eine Sache gibt es erst noch zu erledigen, ehe ich entspannen kann. Oh, klingt interessant. Also, ich habe mir so gedacht, wäre es nicht fantastisch, wenn wir hier auf der Insel ein ganz besonderes Event ausrichten würden? Ein Event? Oh, an was genau hattest du denn da gedacht? Ein Musikfestival, an dem alle teilnehmen und gemeinsam singen und tanzen können. Damit könnten wir alle unsere Kunden glücklich und zufrieden machen. Wenn sie nach Hause zurückkehren, sollen sie schöne Erinnerungen an ihren Aufenthalt hier mitnehmen. Und was würde sich dafür besser eignen als ein perfekt organisiertes Musikfestival, meint ihr nicht auch? Für ein perfekt organisiertes Organisation müsste natürlich das gesamte Team der Ferienagentur mit anpacken. Also, was sagt ihr? Seid ihr an Bord? Ich bin dabei! Ha, wenn Tao dabei ist, dann bin ich auch dabei. Sein Event ist genau meine Baustelle. Und die von Sigma natürlich auch, ja? Ja. Ha, ihr seid die Besten. Bessere Kollegen und Freunde kann man sich gar nicht wünschen. Für den Moment sollten wir weiter hart daran arbeiten, noch mehr Urlauber hierher zu bringen. Schließlich soll unser Event richtig Spaß machen und je mehr Leute kommen, umso spaßiger wird es. Als kleine Zielsetzung würde ich vorschlagen, 10 weitere Ferienhäuser an Kunden zu vermieten. Aber wir sollten auch den Außenbau der Einrichtungen auf der Insel nicht außer Acht lassen. Wenn es eine bessere Infrastruktur gibt, werden schließlich weitere Besucher angezogen. Sobald wir noch einige Ferienhäuser abgeschlossen haben, wird bestimmt die nächste Einrichtung genehmigt. Du weißt also, was zu tun ist, Taui. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Juhu und Hurra, das klingt ja ganz so, als würden wir noch mehr zu tun kriegen. Wenn Taui sich noch mehr ins Zeug legt, dann kann ich das auch, doch auch. Wisst ihr was? Ich werde mir ganz einfach die Operation Event Location unter den Nagel reißen.
Wirklich? Das wäre uns eine riesige Hilfe. Dann bist ab jetzt du dafür verantwortlich, Bono. Und dich, Sigmar, würde ich darum bitten, mir Feedback zu Veranstaltungsorten und Ähnlichem zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses alles schaffen können. Erfüllen wir uns unser oberstes Ziel, den Kunden der Ferienhausagentur ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Hey. Carlotta ist wirklich richtig versessen auf Süßes. 20 zufriedene Kunden. Ich bin wirklich von den Socken. Hier ist es. Aber schön. Okay. Das Innendesign hier ist toll. Ich bewundere dein Gefühl für perfekten Style. Und du bist ein fantastisches Team, eine fantastische Teamkollegin. Ohne dich wäre die Ferienhausagentur aufgeschmissen. Das Event soll bis ins kleinste Detail geplant sein, damit auch alle viel Spaß haben. Das Innendesign hier ist toll. Ich bewundere dein Gefühl. Okay, das hatten wir schon, verdammt. Was sagst du zu dem Essen hier? Da läuft an ich das Wasser im Mund zusammen und raus. Nein, nicht mit dir. Ich schieb dich mal kurz weg. Das wollte ich nicht. So. Als ich klein war, also kleiner als jetzt, da nahm meine Oma mich immer auf die Feste hier auf dieser Insel mit. Hier soll nämlich mal meine Ur-Ur-Ur noch irgendwas Oma gewohnt haben. Ich liebe Partys. Ich freue mich schon total mit all den coolen Leuten. Hier kann es ja nur lustig werden. Okay. Oh, muss etwas schon wieder los? Ja. Die Party ist zu Ende. Hui, ich bin auf jeden Fall satt geworden. Ich weiß nicht, was sie gegessen hat, aber ich will auch essen. Okay, aber wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part von Animal Crossing Happy Home Paradise. Und vielleicht kriegen wir dann die... Ich glaube nicht. Also wir kriegen wahrscheinlich 5 Häuser plus dann... Noch 4 Häuser. Auf jeden Fall. Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Häuser hin. Wir bekommen nicht die 10 Häuser, die wir brauchen, hin, glaube ich. Dafür brauchen wir noch 2 Parts. Aber wir sollten auf jeden Fall 4 Häuser plus noch etwas, was wir freischalten, locker hinbekommen. Denke ich mal. Und ja, wir sehen einfach mal im nächsten Part, was wir alles schaffen. Bis dann und bye bye!